Sonnabend, 30. September 1978, 17.40 Uhr, Betriebsbahnhof Nedderfeld. Händeschütteln, unterkühlte Feierlichkeit, Presse und Fernsehen dabei. Edmund Spieß, offizielle Dienstbezeichnung, Straßenbahn-Einmannfahrer, seit 30 Jahren an der Kurbel, übernimmt die letzte Schicht auf der Linie 2. Er wird heute dasselbe tun wie in all den Jahren zuvor. Aber er wird es mit anderen Gefühlen tun, denn er tut es zum letzten Mal. Wenn nach Mitternacht planmäßig 1.14 Uhr sein Triebwagen hier im Depot ausrollt, hat die Hamburger Straßenbahn ihren Betrieb eingestellt. Zwölf Jahre ist sie alt geworden, die Hamburger Straßenbahn, und die längste Zeit ihres Daseins war sie den Menschen dieser Stadt lieb und teuer. Der Fortschritt hat die einst 40 Linien dahingerafft, hat einmal mehr dort abgeräumt, wo herkömmliches, liebgewordenes, bewährtes, dem kühlkalkulierten, dem rationalisierten oder auch nur dem modischen im Wege steht. Die Linie 2 ist gewissermaßen das Schlusslicht hamburgischer Straßenbahngeschichte. 14 Kilometer in einer knappen halben Stunde, werktäglich 30.000 Fahrgäste. Nicht schlecht für eine so alte Dame, und hinfällig sieht sie ja auch nicht gerade aus, eher schon ein bisschen heruntergekommen. In letzter Zeit hat es ihr halt an der rechten Liebe gefehlt. Die Liebe der Hamburger zu ihrer elektrischen begann zu schwinden, als in den 50er Jahren der allgemeine Wohlstand ausbrach, mehr und mehr bis dahin treue Fahrgäste auf das eigene Auto umstiegen und fortan in der Straßenbahn mehr ein Verkehrshindernis als ein bewährtes Verkehrsmittel sahen. So begann das langsame Sterben der Hamburger Straßenbahn, bis nur noch die 2 übrig blieb. Tja, bei vielen erwachte die Liebe zur guten alten Trammis wieder, als es Abschied nehmen hieß. Auch meine Kollegen dort hinter der Kamera und ich können uns kaum erinnern, wann wir zum letzten Mal mit der Straßenbahn gefahren sind. Erst jetzt bei den Dreharbeiten wird uns wieder bewusst, dass die Straßenbahn so unbequem eigentlich gar nicht war und dass sie im dicken Straßenverkehr oft schneller vorankam als das eigene Auto. Nun, wir und andere Abtrünnige hätten die Straßenbahn nicht gerettet. Die Städteplaner, Verkehrs- und andere Experten fanden viele und immer neue Gründe, das nach ihrer Ansicht überlebte Vehikel aus dem Verkehr zu ziehen. Was bleibt, ist ein leises Bedauern. Hamburg wird um eine Farbe ärmer, die Straßenbahn wird uns künftig im Stadtbild fehlen. Mit der Straßenbahn ist Hamburg gewachsen, zur Millionenstadt, zu einer Stadt, die man gerne vorzeigt. Und das konnte man besonders gut bei einer Fahrt mit der Linie 2. Fahren wir doch noch mal ein kurzes Stückchen mit, von hier bis zur Endstation. Heute ausnahmsweise zum Nulltarif. Dort das frühere Kolonialinstitut. 1922 etablierte sich hier die Universität der Freien und Hansestadt Hamburg. Die Studenten waren stets treue Kunden der Straßenbahn. In den letzten Jahren allerdings auch nur noch jene, die noch auf den eigenen fahrbaren Untersatz sparen mussten. Nur wenig weiter dann der Dammtorbahnhof. Gebaut um die Jahrhundertwende, vom letzten deutschen Kaiser mit besonderer Gunst bedacht. Hier pflegte Majestät bei Hamburg-Besuchen seinen Salonwagen zu parken, auf einem eigens dafür angelegten Gleis. Durch viele Jahrzehnte stiegen hier täglich unzählige Hamburger von der Straßenbahn auf die Stadtbahn um und umgekehrt. In der Dammtorstraße dort links das 76er-Denkmal, Reminiszenz an die Opfer des traditionellen Hamburger Regiments im Ersten Weltkrieg. Und dort am Stephansplatz die Oberpostdirektion, von Ortsfremden manchmal als Residenz verblichener Monarchenherrlichkeit verkannt. Schräg gegenüber die Staatsoper, einst neoklassizistisch, im Krieg zerbombt, modern wieder aufgebaut. Oft kamen Opernbesucher in festlicher Garderobe mit der Straßenbahn und nicht im Auto, um wegen der Parkplatzsuche nicht den ersten Akt zu versäumen. Gänsemarkt. In der Hochzeit der Straßenbahn trafen sich hier einst 8 Linien. Hier war zentraler Umschlagplatz für Fahrgäste in alle Stadtteile. Der bronzene Lessing hat das hektische Treiben zu seinen Füßen allzeit mit Gleichmut ertragen. Und auch, dass viele täglich mit ihm konfrontiert, ihn immer noch für Goethe oder Schiller halten. Durch die enge Poststraße strebt die 2 der Endstation entgegen. Kaum vorstellbar, dass in dieser Gasse einst stündlich 90 Züge in beide Richtungen verkehrten.
Rathausmarkt, der 12 Jahre Adolf Hitlerplatz heißen musste, danach von humorigen Hanseaten Adolf Rathausmarkt genannt wurde. Das Rathaus gibt sich antiquarischer, als es ist. Dennoch, es hat viel erlebt. Durch dieses Portal schritten ehrwürdige Senatoren, Präsidenten, Kaiser, Könige. Früher setzte sich die Linie 2 von hier aus noch durch die Mönckebergstraße fort, vorbei am Hauptbahnhof bis nach Harburg. 1977 wurde der Rathausmarkt Endstation. Zwischenabrechnung, kurze Verschnaufpause für den Fahrer, der 7-mal pro Schicht die Strecke Schnelsen-Rathausmarkt und zurück zu absolvieren hat. Der Rückweg führt über Hamburgs beliebtesten Boulevard, den Jungfernstieg. Der Schienenweg gehört hier schon seit ein paar Jahren nicht mehr der Straßenbahn allein. Sie muss ihn mit dem Bus teilen. Friedliche Koexistenz zweier Verkehrsmittel. Noch. Am Gänsemarkt fädelt sich dann die 2 wieder in den Streckenverlauf des Heerweges ein. Bleibt anzumerken, dass die Strecke unserer Mitfahrt zu den ältesten Fahrwegen des öffentlichen Personennahverkehrs in Hamburg gehört.